ins Gebäude rein. Was ist das? Sieh speichern. Da! So, und jetzt müssen wir gucken. Geld! Rühr es nicht an, Ratte! Jetzt erstmal gucken, wie viel überbleiben. Ja. Sind das Reifenspuren? Ich hoffe, weniger als drei. Sieh da! Scheiße. Die Taschen sind leer. Jetzt müssen wir eigentlich schnell agieren, weißt du? Ja. Entweder nochmal Geld. Na, wenn das nicht Robin ist. Nein, nein, den finde ich. Was ist das? Sieh da! Geld! Erstmal gucken, rechts die Truppe. Shit. Nee, guck an. Ach so. Ja, warte, warte. Ja, wir haben jetzt ein Geld verschwendet, das möchte ich nicht. Ich wollte wissen, an, ob die Weithoffs sich auf Geld schützen, wenn der Sheriff wieder weg und angezogen ist. Ich bitte euch. Die Taschen sind leer. Es bleiben immer drei. Ich habe doch gerade einen Geldbeutel geworfen und es war kein Sheriff in der Nähe. Doch, der ist doch rechts gekommen. Ja, aber sehr weit weg war der noch. Der hat keine Verbindung mit denen, das glaube ich nicht. Ach so, ich wollte nämlich, das hatte ich dann nämlich angenommen, dass sie zurück zum Posten gehen, weil der Sheriff kommt. Okay, dann warten wir wieder, bis sie abdrehen und dann von hinten. Oh, welch Unglück. Ich muss mich jetzt nur beeilen. Ich kämpfe jetzt mal mit denen. Much Little. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach, stopp. Das ist eine gute Idee. Was macht er da? Hilfe! Du verteidigst dich gut. Du verteidigst dich gut. Nein. Das ist super. Und Much Miller meine ich. Die anderen. Ein Almosen, übler Herr. Ich bitte euch. Da ist noch einer K.O. Muss man schneller nehmen. Okay. Ich hoffe nur, die achten jetzt hier in keinster Weise. Sieht aber gut aus. So. Der Silber. Den haben wir doch schon entdeckt. Der wäre jetzt vollkommen egal. Okay, speichern, bevor du jetzt irgendwie jemanden irgendwo hinschickst. So, und ich würde jetzt sagen, wir gehen oben über die Brücke, hauen den nochmal K.O. Ja. Das heißt, wir nehmen die komplette Gruppe. So, sie sollte jetzt hier noch runtergehen, ganz geschmeidig. Ohne die Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert hier. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Oh, ein ganz kleines. Oh, welch Unglück. So, Doppelklick in die Tür. Erstmal zu mir rein. Oder hier oben. Alles klar. Aber dann one-punchen wir den auch irgendwie aus den Latschen da. Oh, unten ist auch ein Ritter. Da sind zwei Ritter. So. Ja, wir müssen ganz klar die Wege gehen. Ich hoffe, der Mistgabel Otto, der hat Heilkräuter auch noch. Unter anderem. Also die Sache ist auch folgende. Solange wir den Dicken oben nicht haben, können wir die Leichen nicht sicher irgendwo hin transportieren. Lady Marion kann man eben kurz so nahmäßig mal eben kurz abhören. Die Schatten da unten. Ja, ich mach die aber auch noch gleich fertig. Ja. Dann horchen wir mal. Wow. Okay. Ich find's cool, dass überhaupt keine Bogenschützen da sind. Ja, das stimmt. Wie viele Pfeile hat Much Miller eigentlich? Genug. Ah, mehr als Robin. So. Gibt's eine Möglichkeit, rechts weiter auf der Mauer entlang, in den Turm vielleicht? Ich würde es gleich mal ausprobieren. Ich speichere mal und klicke mal hier auf die Tür. Was passiert? Wo die Leute lang gehen? Ich glaube, sie gehen die Treppe runter, die links ist. Also hier. Ja. Ich mach mal Much Miller, Tür. Ja. Ja. Ja, dann stoppt den Vorwand. So. Das heißt, theoretisch, den einen, der steht, könnten wir vielleicht ausnocken, wenn der eine nach oben, also da oben steht, wo er jetzt steht. Den könnten wir ausnocken. Ja, ja. Wenn der eine oben steht.
Das Problem ist, der oben auf der Treppe. Wir könnten auch wieder Geld werfen, aber das reduziert ja unsere Beutel quasi. Ja. Ne? Die sind eigentlich komplett isoliert, das heißt, hier wird nie einer reingucken. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal runter. Ah, scheiße getan. Aber alles in Ordnung. Wir konnten auf die Dächer springen von wo aus? Nimm nochmal Robin oder jemand, der springen kann. Ja, wie war da. Das? Da. Von da unten. Dann können wir doch über die Dächer und den einen Typen abfangen. Ja, 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 so machen wir es auch. Haben wir irgendwas zum Einsammeln? Nein. Dann geht's wieder hoch. Und Robin macht. Nee, Moment. Und wo macht der das denn? Ah, natürlich. Ja, genau. Rein perspektivisch sind das zwei Stockwerke. Ja, genau. Dass man den Programmierern manchmal noch beibringen muss, worauf man achten muss. Oder den Game Designer. Ne, also hier? Ja. Na gut, der ist, kann ein bisschen niedriger sein. Das ist halt die Frage. Ist da ein Abstand zwischen oder ist das da dran, ne? Ich gehe jetzt mal auch geduckt. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist The Hood. Ja, komm. Beeil dich. Der Typ kann aber, glaube ich, nicht klettern, ne? Der hier? Ja. Nee. Hier ist nix. Seit meiner Jugend übe ich die feine Kunst des Umgangs mit der Mistgabel. Endlich werden all die Jahre Früchte tragen. Ich werde an eurer Seite im Namen König Mitschatz kämpfen. Die feine Kunst. Der sieht ausnahmsweise mal besser aus als das, was man hier unten an Derp-Gesichtern hat, ne? Wenn man jetzt hier vergleicht, ja. Der sieht irgendwie ein bisschen zusammengeknüllt. So, den können wir auf jeden Fall niederringen. Ja, ich möchte nur wissen, genau, wo der lang geht, beziehungsweise oben rennt auch noch einer rum. Die sind ja vollkommen, ich sag mal, separat. Ach, scheiße, der rechts. Der geht ja. Oder die patrouillieren, glaube ich. Ja, die werden halt hier immer dann suchen, was ist mit dem los, und dann... Wie heißt der? Neusux. Neuse. Ist französisch. Aber der kann heilen. 10 Heilkräuter! Der ist gerade in meiner Gunst sowas weit von oben. Aber haben wir zuletzt gespeichert. Die Lady kann nicht klettern, er kann auch nicht klettern. Okay, die müssen also aus der Gasse kommen. Ich speichere. So, dann würde ich kann sagen, sie sich selbst heilen? Ja. Dann würde ich aber vielleicht den Peter, gucken, dass der Peter sie heilen, ja, damit sie einen heilen. Da müssen wir erstmal hin. Haben wir hier noch irgendwie ein Geheimversteck? Eine Truhe vielleicht? Wer weiß. Unter der Treppe ist eine Kiste. Ist das eine berüchtigte Truhe? Nee, ne? Wir machen mal Folgendes. Ich nehme jetzt auch mal den Peter hier. Und renn panisch. Ich lasse mich mal erwischen. Von hoffentlich von nur allen dreien. Gebt euch zu erkennen. Ah, oh, es war sogar der Beste. Der links bei der Frau hat uns auch gesehen. Nein! Oh, wehe, du petzt. Komm. Ich wollte gerade sagen, der sieht Robin und ist dann wahrscheinlich in der Überzahl. Nimm mal Robin und... Der sieht doch nicht Robin. Der ist hier in den Hof gegangen und hat uns dann gesehen. Nein. Alles in Ordnung. Nee, komm. Wir müssen den einfach schon in den Kampf verwickeln. Aber wir machen es jetzt. Ich tue den ein bisschen beiseite. Unten ist ein Ritter auf dem Pferd. Ja... Warte, falscher Zeitpunkt. Ein kleines Fragezeichen wächst. Und der andere hat auch. Ja, ist okay. Komm, schlag dich, Zwerg! Angriff! Der eine Typ da oben. Ist nichts verdächtig. Was macht der hier? Ah, eine Rollattacke. Selbst tot? Nein. Beide sind noch am Leben. Haha. So. Achso, jetzt sind beide. Okay. Jetzt soll er sich erstmal selber heilen. Hier soll er schön ein bisschen Ricola auf die Wunde streuen. So. Würde ich vorschlagen, immer den anderen, der da umherrennt, aber ohne den, der da bei der Frau steht, zu... anzulocken. Ach, das nehme ich halt. Das
Das Ding ist, die wenn einer schreit und der andere in der Nähe ist, dann... Machen wir Sneaky Breaky. Der ist... Ah, nee, stopp. Jetzt Sneaky Breaky. Er soll einfach nur erstmal hier rein. Er hat hier schon... Und der Typ. Alles gut, alles gut. Hier oben die Taube. Oh, die Musik hat sie verscheucht. Okay. Ich würde jetzt gerade mal über... Ah, shit, da sind so viele. Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht einfach nur mit dem jetzt alles durchklamüsern. Ich gehe jetzt erstmal so weit mit dem vor, wie ich mich vortrauen kann. Also ich würde gerne mal halt etappenweise am liebsten. Ja, nur... Da oben ist noch eine Patrouille. Ja, das ist genau die Sache. Ah ne, das sind einfach nur Leute und ein Typ. Also den kann man K.O. hauen. Weil dazu brauchen wir Robin und nicht Mistgabel-Willi. Mistgabel-Willi. Ja. Das heißt, ich würde... Den stelle ich jetzt erstmal einfach so hin. Oder soll ich ihn hier reinstellen? Ja. Ich würde gerne den, der umhergeht, anlocken und den... Das machen wir jetzt aber einfach. Aber Vorsicht, da sind Edelmänner und die wissen wir... Holen das ist die Frage, was passiert? Also er kann es theoretisch mit beiden aufnehmen. Wäre ja vollkommen Ich würde okay. die gerne dann in die Gasse locken, weil ja, die ja. weniger die... Die Frage ist halt nur... In die Gasse da unten. Taucht der mit auf? Nein, ich tauche... Nein, da geht doch so eine Frau rum. Ach so. Wenn die Leichen sieht, dann ist Kacke. Meinst du so? Ja, zumindest gehen ab und zu Leute da ja zu wachen und zu petzen. Bam. Jetzt passiert. Und der Platz ist überhaupt nicht aus Zufall leer. Ja, jetzt ist die Frage. Gehen die petzen? Ich gehe heim. Oder nicht? Ah. Ja. Ich bin im Haus. Wer da? Niemand. Zu Hilfe! Okay, die rennt zumindest das geht nicht. In die Gebäude rein. Er ist ohnmächtig. Niemand ist ohnmächtig. Beziehungsweise, ja, sie sind nur ohnmächtig. Sie haben schlechtes Wasser getrunken. Sie sind nicht tot. Der Galgen wird dein Tod. Komm schon. Oh, hier links eine Wache ist schon angefixt. Oh nein. Laden. Okay. Also, die müssen wir... wo ist er jetzt? Ah, da. Also, ich schätze, den hier müssten wir totschlagen mit Robin von hinten. Oh. Ja, irgendein Typ. Gibt's wieder... ich geh mal hier wieder hoch mit Robin. Gibt's wieder Chance mit einem Geldbeutel? Und zwar so, dass vielleicht... Wo ist der eine Typ, der... Achso, der am Tor stand, den am Turm rechts, den haben wir ja schon. Ich probiere jetzt einfach mal Folgendes. Wenn die oben sind, und alle anderen hier, die beiden rechts, dann befreie ich den Deppen. Okay. Dann speichere jetzt ja, ich gehe jetzt hier nochmal kurz in eine Schutzposition, speichere nochmal von... Was? Wo kommt der ganze Cash her? Das sind wahrscheinlich die Truhen, die man so findet, weißt du? Ernsthaft? Einfach mal in jedes Haus gehen. Ja, dann müssen wir nachher nochmal kurz hier links die ganzen Häuser absuchen. Okay. So. Ein ansehnlicher Mann. Zu Hilfe! Mann. Wenn zu das Hilfe, nicht Robin ist. Ein Mörder! Verteidige dich! Okay, also diese ganzen... Er hat's ein bisschen doof gemacht. Die sind, glaube ich, hier. Ja, die merken uns und petzen. Was ist mit Geld? Am besten so, dass die beiden, also der eine, der steht und der eine, der da rumgeht, Mitbekommen, ja. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Was ist das? Das Geld gehört mir nicht. Ja, er hat... Zu Hilfe! Das ist blöd. Ach, Schatz.
alle ausnocken. Ich würde gerne so eine... Ich schleich mal hier rum. Also, sie hat mich wahrscheinlich gesehen. Die wahrscheinlich auch. Ich gucke erstmal, dass ich nur den einlocke. Wieso kann man nicht eigentlich die reichen Leute da ausnehmen? Oh Gott, ey, die Schruller, ne? Vorsicht, links die Wachen. Ja. Ja, oder ich muss mit Robin noch mal kurz hier rum. Ich würde gerne die umhergehende Wache irgendwie ausschalten. Die nervt, ne? Das war die... Ach, guck mal, die haben alle jetzt hier so... Nach rechts locken. Oder so. Die Frage ist halt immer, ist es gewollt, dass wir den so sehen? Oder, also, dass wir die alle ausnocken? Oder ist es eher mehr gewollt, man darf hier nicht lang, genauso wie hier, ne? Das würden wir nicht schaffen. Da unten ist übrigens ein Schild. Also, wir können auch ohne den Mitstreiter. Aber wir brauchen die Leute, wir brauchen die. Ja, unbedingt. Weil wir so viel, stopp. Peter Neuseu ist noch im Turm, ne? Ein ansehnlicher Mann. Gebt euch zu erkennen! Zu Hilfe! Ein Mörder! Nee, das darf nicht geschehen. Wir dürfen nicht kämpfen in der Sicht von der Ollen. Ah, jetzt hab ich da. Ein gebt euch zu erkennen! Mann. Zu Hilfe! Ja, scheint vollkommen egal zu sein. Dann warten wir mal ab. Sind alle unsere Leute in dem Haus drin? Ich gehe heim. Ja, bis auf die hier oben. Pack die mal. Egal in welchen Haus ich reingehe. In dem jeweils anderen. Aber solange ich hier keinen Ritter anlocke. Das meinte ich, falls der Ritter kommt, dass alle erstmal in einem Gebäude drin sind. War die Frau gerade im Turm drin, wo Peter drin war? Mann. Wie bitte? Die Frau, die da jetzt oben verschwindet, die war, kam aus dem runden Turm raus. Ist da Peter drin? Ja, der ist rechts. Die scheint gerade doch gechillt zu sein. Das Problem ist, den würde ich schon gerne ab. Kaputt hauen. Nur. Wir müssten quasi die reichen Leute da K.O. knocken und fesseln. Dann speichern mal eben. Ja. Ich gehe jetzt auch nochmal in die letzte Tür rein, damit auch die letzte nervende Truller. Ein ansehnlicher Mann. Jetzt zu Hilfe! Wir haben gerade zu Tisch gegessen und ein wahnsinnig gut aussehender. Oh, oh, ist der gut aussehender Mann. Hat uns gestört. Ich probiere jetzt einfach mal. Na, wenn das nicht Robin ist. Okay. Dank euch bin ich frei. Der Sheriff wird mich jedoch niemals in Frieden lassen. Nun gut, ich werde mich euch in Sherwood anschließen. Ja. Denn nur so kann ich das Untier bekämpfen. Lasst mir nur eben meiner Familie Bescheid geben, dass ich frei bin. Auf bald. Ja. Namenloser Topfschnitt, Haartopfschnitt-Typ mutiert dann zu. Ja. Fetter Typ mit Keule. Wieder runter. Okay. Oh. Sie ist suspicious. Dann speichern wir nochmal eben. Ich speichere trotzdem jetzt. Ich wechsle jetzt immer zwischen 2 und 3. So, ihn müssen wir trotzdem niederknüppeln. Und dann geht das gleiche wieder von vorne los. Also nur ihn, der wird mir reichen, weißt du? Können wir das mit Peter versuchen? Auf der rechten Seite? Ah, die Frau, die kommt dann immer wieder runter, ne? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ein Mörder! Ja, warte.
Nein, 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 nein. Sire! Feinde, Sire! Mutch und Lady Marion? Ja, warte. Oh. Den einen können sie aufwecken, glaube ich, den wir gefesselt haben. Stehst du, Holla? Nee, das ist doof. Wir sind Profis. Wir sind Pros. Können wir vom Dach aus den Sheriff abschießen? Wir können auch den abschießen, wenn es günstig ist. Wenn er irgendwie hier in dem Wendekreis ist. Die blaue Frau von rechts, die kommt aber immer wieder hoch und runter, ne? Da müssen wir mal gucken. Ja, das Problem, was ich eher sehe, er hat zum einen begrenzte Pfeile und zum anderen, weiß ich nicht, ich sehe das irgendwie noch nicht so, dass das der Idealweg ist. Ich guck mal, also jetzt haben wir ja keinen, der wirklich mehr nach da... Wir können auch versuchen. Ich guck, dass ich den jetzt in die Gasse locke. Aber das Problem ist, wir kommen mit Marion, Mutch Miller... Und so... Nee, da kommen wir nicht rum, das ist klar. Kommen wir nicht rum. Wir könnten höchstens wieder links bei der Rampe hoch und dann oben... Ja, da kriegen wir was hin, da kriegen wir was hin. Aber die zwei anderen, die sehen uns dann. Ich mache jetzt erstmal hier den. Oh, ne, oh Gott. Ernsthaft? Er beachte mich! Was passiert eigentlich? Alles in Ordnung? Ein ansehnlicher Mann. Zu Hilfe! Naja, also die gehen auf jeden Fall. Gut. Aber solange die in ein Gebäude rennen und keine Leute so rufen. Okay. Marc wird alles frei, nur eine gefesselte Frau. Marion so. Das ist sehr suspekt, ey. Jetzt die stellt sich da ganz normal hin. Alles gut. Ja, jetzt ist die Frage, was passiert? Ein Mörder! No what's up. Okay. Keiner kümmert sich um die gefesselte Frau. Neben Mission 4. Da mach ich mal extra. Ja.